Ach cool. Ach cool, ein Clown. Aber so ausgesucht fröhlich. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Du. Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Ja, aber Clown, du bist doch ein Clown. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Aber du Clowns sind doch fröhlich und immer lustig und immer schön. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Ja, aber kannst du Kunststückchen? Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Also, was darf es denn sein? Pudel, Giraffe, Pterodactylus, Schraubenschlüssel, Menschen-DNA, ein Hypercube. Ach, wie geil. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Ein menschliche DNA. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Dann hilft dir doch vielleicht ein Schraubenschlüssel oder ein Pudel, genau. Ein Pudel, der Klassiker. Oder eine Giraffe. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Was denn? Das ist eine Kurzhalsgiraffe. Ach, kennt ihr diese Dinge auch noch? Also ich habe die früher geliebt. Ein Pterodactylus. Ui, das wäre cool. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Wie nett das ist, mit der Fluppe einfach peng den Ballon ausmachen. Also. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Schraubenschlüssel? Einen Schraubenschlüssel? Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Ich finde das Maus so süß. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Geil. Zigaretten. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Rothändle, wie die raucht, frisst auch kleine Kinder. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Klempner. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Hallo? Schon gut, schon gut. Ich kenne diesen Blick.
Du willst noch einen Ballon, richtig? Aha. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Peng. Ach, Mann. Ach, so ein Arsch. Ich will den Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Hm, warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Okay, danke schön, du liebe lustige Clown. Und tschüss. Oh Mann, aber ich finde den irgendwie cool. Und auch die Dialoge von Lilly. Das sieht schon sehr toll aus. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Oh. Oh. So, Beichtstuhl. Beichtstuhl betreten. Kommen wir doch mal rein. Alles klar. Das kleine Ehrenbild. Ach, die gute, brave, arme Lilly. So, was haben wir denn jetzt eigentlich alles dabei? Die Rauphase-Leinwand. Keine Ahnung, wozu wir die noch brauchen können. Aber wir haben doch da oben den Ballon. Ja. Und ich fürchte... Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Ergab sich hier vielleicht eine Möglichkeit, an Ednas Ballon zu gelangen? Ich befürchte da was. Ich befürchte... Männliche Intuition, warum ich einen Schraubenschlüssel haben wollte. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Oh Gott, ey. Oh, Hilfe, ey. Lilly fand Ednas Selbstporträt sehr gelungen. Sie hätte ihre rechte Hand dafür gegeben, auch so zeichnen zu können. Leider war sie nicht stark genug, um durch den Knochen zu kommen. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Klar, doch Quasimodo, oder? Nee, wer hat immer am Kronleuchter geschaukelt? Außer die Piraten aus Monkey Island. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Sehr in Eile. Also Lilly, du darfst doch nicht einfach qualmen. Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht. Aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Ja, ach schön. Sie hatte keine Ahnung, wie man raucht, aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Hey, schau mal. Für die Oberen zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Schau mal. Essen. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Okay. Tschüss. Können wir die... Moment, vielleicht können wir mit dem Schwert die Knallfrösche runterangeln. Zum Klosterflur. Ey, kannst du mir mal durchlassen? Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen.
Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow. Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Liebesbrief. Och, du, das ist doch einer. Ah. Der ist kein Gatzer. Nee. Ja. Komm her. Manchmal erweckte Lilly nur so zum Spaß den Eindruck, dass sie nicht wusste, wie man einen Brief benutzt. Ihr machte das viel Spaß, selbst wenn niemand zusah. Eigentlich ist es ja eine Unverschämtheit von ihm. Also wenn, dann geht er doch, soll er doch selber hingehen oder ihr wenigstens den Brief selber geben. Oder ihr ans Nachttisch legen oder irgendwie sowas. Aber hey, ja du, ich mag dich voll und ja, könntest du mir einen Gefallen tun und dann erwartet man weiß Gott was und dann ja, könntest du ihr den Brief geben. Oh Mann. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Die Vitone vor allen Dingen. So ein Glück. Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Kapu. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Kapu auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Ja, denn Shibuya Klosterröckchen, das wärst du. So. Oh. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Ach ja. Ach. Das ist alles klar. Schaltuhr, Schuluhr. Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Schwert? Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Oh. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Können wir die Schule nicht ein bisschen vordrehen? Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Oh Gott, hier. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei...
Können wir dem irgendwie... Der Gargoyle schien zwar besorgt, aber sonst fehlt ihm nichts. Wenn man mal von Dingen wie Leben absah. Können wir den Ballon dann nicht irgendwie zerstechen? So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Okay, also können wir da nichts mehr machen. Gehen wir wieder zurück. Und ich habe so jetzt eine leise Ahnung, was da so alles ne und so passieren wird. Der Bildschirm ist gerade gewackelt.